Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von World of Warcraft Dragonflight. Wir sind wieder zurück mit unserem Treujäger. Es hat sich mittlerweile eine Menge getan. Da ich auch privat viel mit einem Kumpel gespielt habe, habe ich dann nicht aufgenommen, weil er mag das nicht so gerne. Und ich kann euch mal zeigen, wie jetzt aktuell der Stand ist von unserem Jäger hier. Wir haben eine Gegenstandsstufe von 366. Ist nicht sonderlich hoch, aber ich arbeite jetzt darauf hin, dass ich quasi dann erstmal heroische Dungeons machen kann. Hab auch in letzter Zeit viel nebenbei gemacht, also nicht viel zum Zocken gekommen. Aber jetzt gehen wir wieder rein. Und ja, ich werde dann gleich mal hier die Quest starten. Werd uns nebenbei im Dungeon Browser anmelden und ja, dann geht's rein. Let's go. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Was müssen wir denn machen? Fahren wir ein bisschen mit dem Boot rum? Ich glaube, wir müssen hier irgendwas machen, kann das sein? Weiß nicht, ob das richtig ist, aber sieht gut aus. So, Wasserschild. Fisch werfen. Weiß nicht. Ich glaube, wir müssen die hier abwehren, kann das sein? Jo. Und diese Hölzer müssen wir einsammeln. Ganz viele Hölzer. Hölzer, Hölzer, Hölzer. Und wir werden wieder angegriffen. Müssen wir mal kurz abwehren da. Zack. So. Und da noch ein Netzchen. Und da noch ein Netzchen. Zack. Und zack. Und zack. Da werden wir wieder angegriffen. Weg mit euch. Schert euch weg. So. Die können wir hier nicht gebrauchen. So, das weg, das weg. Und wir haben schon wieder welche hinter uns. So. Wenn man draußen den Rasenmäher hört, dann tut's mir leid. Muss gleich mal das Fenster zumachen nach der Quest. Damit das nicht stört. So. Hier haben wir noch zwei und da haben wir noch einen und dann haben wir es fertig, oder? Zack. Jawohl, fertig. So, ich bin gleich wieder da. So, und weiter geht's auch schon. Dungeon Invite haben wir noch nicht bekommen. Gut, dann questen wir erstmal weiter. Ein Fremdling? Gehen wir hier die Quest ab. Bei Tukarak. Also lebt Lebt wohl. Gehabt euch wohl. So. Was haben wir denn hier noch? Was ist denn das? Gesandtenentzug. Gesandtensatzung. Was kann man denn hier machen? Welchem Fraktionsgesandten wollt ihr heute helfen? Ja, das ist eine gute Frage. Was nehmen wir denn? Oh, eine Merci. Drachenschuppen-Expedition machen wir einfach mal. Ich folge dem Ruf des Berges. Neue Abenteuer. So, ach so, das ist Wer dann, sind dann Feuer Daily spuckt, verbrennt Quests, sich die okay? Finger. Das sind Daily Quests. Schmuckstücke. Kleine Schätze finden. Ja, wir könnten uns mal so ein Säckchen hier holen. Machen wir einfach mal. Ich glaube nicht, dass das falsch ist. Oha, jetzt haben wir einfach mehr rausbekommen, als wir ausgegeben haben. Ey, das ist ja dann voll Gambling, ey. Aber das machen wir, glaube ich, erstmal nicht nochmal.
Wahrscheinlich kann man dann auch weniger rauskriegen, als man ausgegeben hat, nehme ich mal an. Weil sonst würde es ja keinen Sinn ergeben. Sonst könnte man das ja einfach exploiten. Und würde immer mehr rauskriegen, als man ausgibt. Das wäre irgendwie komisch. So, haben wir hier sonst noch Quests, die wir annehmen können? Ich glaube nicht. Da oben haben wir eine Pflanze, die holen wir uns mal eben, weil wir sind ja Kräuterkunde und Bergbau. Arbeiter. So. Einmal abernten das Ganze. So. Und dann gehen wir mal zur Quest da unten. Hui. Einmal zur Nummer 4. Das müsste hier irgendwo sein. Hier haben wir auch noch ein bisschen Stuff zum Einsammeln. Das nehmen wir auch noch mit. So. Einmal hier alles clearen. Zack, zack, zack und zack. Jawohl, was haben wir da? Oh, da haben wir sogar einen 385er Gürtel haben wir bekommen. Ja, nice. Einfach mal als Random Drop. Schöne Sache. Kann man mitnehmen. So. Was sagt die Ini? Da ist bisher noch keine andere angemeldet. Na gut. Unter der Woche um die Zeit wahrscheinlich immer ein bisschen schwierig morgens. Muss man ein bisschen länger warten. Aber ist ja kein Problem, wir können nebenbei questen. Zack. So. Und wieder ein bisschen ernten. So. Finde Jeb Entacha. Anstatt da unten steht. Oh, ich muss auch kurz meine Benachrichtigung noch ausstellen. So. Und auf Steam glaube ich auch noch. So. Hatte ich noch vergessen, muss ich dann kurz rausschneiden. Aber nicht weiter schlimm. So. Dann machen wir mal hier die Krabbe weg. Was eine Riesenkrabbe, ey. Ist ja ein Monstervieh. Kakinus der Kenterer. Das glaube ich auch, dass der schon das ein oder andere Schiff gekentert hat. So, 28 Gold. Nice, nehmen wir mit. So, jetzt müssen wir hier die einzelnen Leute retten. Komm mal raus, da, komm mal raus. Wir retten den Tag, ja, kein Problem. Machen wir auch gerne. So, dann sammeln wir hier die Vorräte ein. Pfadfinderin Jeb retten wir auch. Oder Pfadfinder vielmehr. So. Kein Problem. Komm raus da. Der freut sich. Das ist schön. Wir freuen uns auch. 4 von 6 Vorräte. So, dann noch 2 Stück. Zack. Und das nehmen wir auch mit. Zack. Dann gehen wir wieder zur Pfadfinderin Tacha, geben die Quest ab. Habt ihr kürzlich Berge erklommen? Ja, natürlich. Sogar sehr viele. Und ihr so? Sag Bescheid, wenn ihr etwas Spannendes findet. Mache ich. Hinterwasserfällen suchen. Ja, da könnten Schätze sein. So, Kriegshort. Da kriegen wir auch nochmal 28 Gold. Könnten wir mal hingehen. Oder wir machen erstmal die normalen Quests weiter. Ich glaube, ich mache erstmal die normalen Quests weiter. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Nummer 4. Gehen wir mal hin zur Quest.
Miau. Das gute alte Drachenfliegen. So, das müsste dann hier unten irgendwo sein. Hier, ne? Ja. Das ist sogar ein Elite-Mob, aber den sollten wir eigentlich auch solo schaffen, hoffe ich. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Ich hoffe, ja. Ah, jetzt ist natürlich gerade ein Dungeon im Wald. Der kommt natürlich gerade richtig ungünstig. Wie lange haben wir denn Zeit, den anzunehmen? Sehe ich das irgendwo? Ja, da 27 Sekunden. Weiß nicht, ob wir den bis dahin down haben. Ich fürchte nicht. Der ist auch ganz schön stark, ey. Ah, ich nehme mal den Dungeon im Wald an, dann machen wir den danach. Probieren wir den nochmal. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, ob ich den Solo schaffen kann. Weil er war scheinbar auch spottimmun. Also mein Tier konnte den nicht aggroen. Oder Knochen war nicht eingestellt, muss ich gleich nochmal gucken. So, hey, was geht? Die anderen sind ja schon vorgegangen. Der eine steht hier noch rum. Mounten wir mal kurz auf. So. Die anderen warten da schon. Dann folgen wir mal mit unserer schönen Schneggy. Ihr sie beseitigen, während wir die Lebensenergie dieses Ortes neu ausrichten? So, dann hauen wir da mal schön rein. Zack. Zack und zack. Oh, desorientiert. Aua, ich glaube, ich sterbe, oder? Nee, nicht ganz. Alles nochmal gut gegangen? Wir sind gleich. Wartet, Ichistras. Das ist zu viel Lebensmagie. Bauen wir hier ein bisschen Stuff ab. Was ich tue? Das ist zu viel Natur. Was macht ihr? Was ist das nur? Einer ist sogar schon gestorben. Ganz sicher nicht. Bitte, helft uns, neue Schüler. Crazy. Ja, irgendwie heilt der Heiler auch gar nicht. Ah, doch, jetzt. Jetzt heilt er. Hütet euch. Wollte schon sagen, ist aber sehr komisch. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. So, erster Boss ist gelegt. Bau hier nebenbei noch ein bisschen was ab. Nicht alles, aber ein bisschen. So. Weil wenn ich alles abbauen würde, dann wäre ich da ewig und 10 Jahre beschäftigt, weil man kann da jede Pflanze mit Kräuterkunde quasi abbauen. Oder ernten, trifft es wahrscheinlich besser. So, weiter geht's hier. In der Akademie von Algetre. Spricht man das so aus? Wahrscheinlich nicht. Aber ja. Ihr wisst, was ich meine. Warum kommt aus meiner Armbrust so komisches Zeug raus? Hab ich auch noch nicht gesehen. So viele Zügel! Helft uns, sie loszuwerden! Ja, sehr viele Vögel hier. Ich glaube, hier müssen wir mal einmal durchputzen hier. Einmal aufräumen, die ganzen Vögel hier, ist ja schlimm. Also gut, jetzt müssen wir die große erledigen. Ich aktiviere die Ziele für Lishras.
Für euch Weichhäuter bedeutet das Kreis. Oh, dann macht das schon. Ihre Aufmerksamkeit auf euch. Ich bin zu faul gerade. Einmal alle Kugeln da reinbringen. Ja, zumindest wissen wir, dass es funktioniert. Passt auf. Da kommt krass. Der ist voll krass. Machen wir jetzt aber easy weg. Ratzfatz geht das hier, ratzfatz. Zack. Zack, zack. Oh, und wir sind tot. Glaube ich, oder? Nee, doch nicht. Aber wir wurden mal eben runtergestoßen. Dachte, man stirbt da, wenn man da runterfällt, ehrlich gesagt. Haben wir noch mal Glück gehabt in dem Fall? Haben wir noch mal Glück gehabt? Hütet euch. So, dann haben wir ihn geklärt. Ich hoffe, wir kriegen mal wieder ein Item. Das wäre schön. Aber leider nur Gold. Schade. Ich mache ja die normalen Dungeons, mache ich ja auch, um noch ein bisschen Items zu kriegen. Eben damit ich dann hier heroisch laufen kann. So ist der Plan. Und in Heroisch kriegen wir natürlich wieder noch bessere Items und immer so weiter. Und danach kommt theoretisch Mythisch. Ja. Weil LFR ist, glaube ich, auch nicht mehr so gut, die Items dort. Also Looking for Raid. Wenn man da in LFR-Browser reingeht. Ich hatte mir das mal angeguckt, die Items da, also... Man kann sich ja im Abenteuerführer, kann man sich die Items angucken, die droppen in bestimmten Dungeons oder Raids. Und da war der LFR halt nicht so gut. Das heißt, ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist eben über die Dungeons gehen. Also normal, dann heroisch und dann halt mythisch. Das ist, glaube ich, so das Beste, was man machen kann. Andererseits kann man sich ja auch... In dieser Schatzkammer kann man sich ja immer Items abholen und wenn man da LFR macht, dann kann man sich da, glaube ich, auch nochmal extra Items abholen, die dann relativ gut sind. Also das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, muss ich mal schauen. Müsste man halt sonst auch einfach mal ausprobieren. Ich meine, wenn man LFR abschließt, das dauert zwar relativ lange im Vergleich, wahrscheinlich ein LFR Raid zu machen, aber dafür gibt's halt auch gut Gold. Du kriegst dann irgendwie fast, glaube ich, 300 Gold oder so für einen abgeschlossenen LFR. Was jetzt nicht so bad ist. Denn Gold kann man auch immer gut gebrauchen, ne? Ich brauche ein Ziel. Ah, hier haben wir es. Vor langer Zeit. So, dann warten wir, bis der Boss hier beschworen wird. Beschworen wird? Mein Gott. Ist doch gar nicht so schwer, das Wort. Vexamus, da ist er. Und drauf da. Ich habe irgendwie gar nicht mein Tier gerufen. Warum habe ich das eigentlich nicht gerufen? Verliere ich ja ein bisschen Damage. Wie war das jetzt nochmal mit den Kugeln? Man muss die, glaube ich, einsammeln, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. So, da haben wir ihn. Sehr gut. Oh, wir haben sogar was bekommen. Nice. So gut geschlagen, sogar ein Upgrade. Habt, dürft ihr euch etwas aus der Belohnungskiste für fleißige Schüler nehmen? Er sagt einfach, das wären